Herzlich willkommen bei onlinetutorium.com. Wir kommen zu Eigenschaften von Basen. Wir gucken uns eine Eigenschaft hier an. Später kommen wir zu weiteren, aber die stehen dann eher im Kontext zur Dimension und heißen dann wahrscheinlich Eigenschaften der Dimension oder etwas Ähnliches. Die Eigenschaft, die wir hier betrachten wollen, ist relativ simpel. Sie ist extrem wichtig für den nachfolgenden Begriff der Dimension eines Vektorraums. Dazu aber später. Wir nehmen uns zwei Basen eines K-Vektorraums vor. Die eine ist V1 bis Vn, die andere ist W1 bis Wm. Und die Aussage ist, haben wir zwei solche Basen, denn stimmt n mit m überein, also anders ausgedrückt, die Anzahl der Basiselemente jeder Basis eines K-Vektorraums ist gleich. Also nehme ich zwei, drei oder weiß ich wie viele Basen her, die haben alle gleich viele Elemente. Beispiel. So, gucken wir uns erstmal im Spezialfall an, nehmen wir v gleich r hoch 2. Ja, dann wissen wir, dann ist v1, schreibe ich am besten gleich hin, wie folgt, e1 gleich 1, 0, e2, was 0, 1 ist, die Standardbasis. Basis des R2. Ja, das haben wir im letzten Video kennengelernt. Das heißt, wir haben hier so eine Basis. Und jetzt wissen wir, nach der oben stehenden Eigenschaft, dass alle Basen vom R hoch 2 gleich viele Elemente haben. Okay, das heißt, alle Basen von V, was in unserem Fall ja gerade der R hoch 2 ist, bestehen aus, naja, zwei Elementen. Zum Beispiel ist, nehmen wir E1, E2, und nehmen wir mal einen Vektor, einfach irgendein V, nehme ich hier mal in dem Fall 2, 3, keine Basis des R hoch 2. Warum? Naja, ganz einfach. Denn wäre es eine Basis, dürfte es nur aus zwei Elementen bestehen. So simpel kann man diese Eigenschaft ausnutzen. Das heißt, gibt euch jemand 4, 5, 6 Vektoren aus dem R hoch 2 und sagt, ja, überprüf mal die Basiseigenschaft, dann kann man direkt mit dieser Eigenschaft argumentieren und sagen, naja, brauche ich gar nicht machen. Denn ja, es kann keine Basis sein, denn es hat mehr als zwei Elemente. Statt v gleich 2, 3 hätte man natürlich auch jeden beliebigen Vektor aus dem R hoch 2 hier reinschmeißen können und genauso argumentieren können. Eine kurze Bemerkung, die später noch als explizite Eigenschaft formuliert wird, in einem der folgenden Videos. Wir wissen ja, dass E1 und E2 eine Basis vom R hoch 2 sind. Diese hier. Das heißt, sie sind ein Erzeugendensystem und linearunabhängig. Ja, wenn diese beiden schon Erzeugendensystem sind, dann sind auch diese drei hier zusammen ein Erzeugendensystem. Das hatten wir uns überlegt, dass wenn wir ein Erzeugendensystem betrachten und zusätzliche Vektoren reinschmeißen, bleibt die Eigenschaft des Erzeugendensystems erhalten. Also diese drei Vektoren bilden ein Erzeugendensystem des R hoch 2. Wären diese drei Vektoren linearunabhängig, wäre diese Menge hier eine Basis des R hoch 2. Das ist sie aber nicht. Das haben wir uns ja eben mit dieser Eigenschaft klargemacht. Das heißt, diese drei Vektoren müssen linear abhängig sein. Ich schreibe das mal so in Klammern dahinter. Hoch E1, E2, V sind linear abhängig. Ja, das soll jetzt hier so eine Randnotiz nur sein. Allgemein können wir aber das Folgende betrachten. Und dazu benutzen wir die Standardbasis. Betrachten wir den k hoch n, wobei k irgendein Körper ist. Ja, nochmal, wer sich die Videos zu Körper nicht angeguckt hat, soll sich einfach den r hoch n oder c hoch n vorstellen. Ja, betrachten wir das. Dann hat
Jede Basis. Genau. N Elemente. Wieso ist das so? Naja, wir wissen ja, dass E1 gleich 1, 0, Punkt, 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 0. E2 gleich 0, 1, 0, Punkt, 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 0. Und so weiter bis En, was 0, Punkt, 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 0, 1 ist, ist eine Basis, besser gesagt, ist die Standardbasis. That. Basis des K hoch N, beziehungsweise R hoch N oder C hoch N, abhängig vom Körper, den wir betrachten. Das heißt, wir wissen, dass eine Basis zumindest mal aus N Elementen besteht. Mit der Eigenschaft folgt direkt, dass alle Basen hiervon aus N Elementen bestehen. Und naja, also hat die Basis vom K hoch N genau N Elemente. Schreibe ich mal wegen diesem hier und der obigen Eigenschaft. So, gibt es überhaupt noch einen vernünftigen deutschen Satz? Betrachte, dann hat jede Basis genau N Elemente. Wegen E ist die Standardbasis K hoch N der obigen Eigenschaft. Naja, so halbwegs. Okay, das soll reichen. Wir kommen im nächsten Video zur Dimension. Und schreiten da dann weiter fort. Die Begriffe werden ein bisschen abstrakter jetzt, wie ihr sehen werdet. Wir probieren das immer mit so einfachen Beispielen ein bisschen zu erklären. Aber ihr sollt euch jetzt nicht irgendwie erschrecken oder so. Wir kommen später zu Matrizen, dann wird es alles noch viel greifbarer und viel zahlenlastiger. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Onlinetutorium.com